hart und knochenehrlich. Und ich sage euch auch warum. Zu so einer Situation wie hier auf meinem Bildschirm ist es immer wichtig, dass man auch irgendwo im Vertrauen steht. Das gefällt euch, ne? Süßes Pärchen. Ne? Hat eigentlich nicht meine roten Haare, zum Glück. Mag ich auch nicht unbedingt so breites Grinsen im Gesicht haben, mit Augenaufschlag. Aber das tut manchmal ganz gut. So, meine Lieben, wie sieht's aus? Denkt daran, wenn ihr einen Garantieschein von mir wollt, das kann ich euch nicht geben. Da kauft ihr euch einen Toaster, da habt ihr 24 Monate Garantie. Aber wir können natürlich auch ausführlicher reinschauen, vielleicht auch über die Akasha-Chronik. Kann ja möglich sein, dass ihr vielleicht mal ein altes Bauernweib, Bauernehepaar wart oder Bauernweib mit einem Bauerssohn oder einem Landsknecht. Irgendwo im Druidenhain von Stonehenge oder in den Highlands. Vielleicht habt ihr einen besonderen Bezug zu den Unsterblichen, den Highlandern. Wer weiß das schon? All das können wir herausfinden. Wir können schauen, ob ihr noch in der eigenen Dualität steckt, ob eine Partnerschaft ansteht oder auch nicht. Ja, und die Karte für die Dualität in einem Tarotblatt sind die Liebenden. Und ich habe euch gestern verraten, ich werde euch heute einen Trick verraten, wie ihr feststellen könnt, ob es der richtige Partner ist. Ich bin nämlich auch ein Loder. Und zwar mit Hand einer Glaskugel oder auch einem Glas. Das funktioniert perfekt. So, nun bin ich mal neugierig. Wir machen immer noch die Liebesrunde. Heute ist der Tag der Liebenden in der Verschmelzung oder in der Dualität. So, die Anrufer, die wir bisher hatten, stecken die in der Verschmelzung, in der Symbiose zu ihrem Partner oder sitzen die in der Dualität im Lernprozess? Sind das Lebensbindungen oder sind es Prüfungen und Herausforderungen? Solche Dinge schauen wir. Wir machen keine Pumuckl-Wahrsagerei, wir machen konstruktive Lebensberatung nach dem Gesetz der Resonanz, Ursache, Wirkung, denn nur so kann eine Liebesbeziehung funktionieren. Also, meine Lieben, wie sieht's aus? Mein Froschkönig habe ich heute nicht dabei, den gibt es heute nicht zu knutschen, weil da schon mancher den Bildschirm vollgesappert hat, gell, meine Lurdi-Maus zu Haus? Ja, und aber den Amor habe ich mitgebracht, der ist hier auf den Liebenden drauf. Und ich bin ja mal neugierig, was ihr alles von mir wissen wollt. Wir gucken heute hinein in die uralten Liebesbeziehungen. Vielleicht gibt es auch Liebesbeziehungen, die uns begegnen. Das muss ja nicht immer zwischen Frau und Mann sein. Das kann ja auch sein, dass sich zwei Männer gut verstehen oder zwei Frauen gut verstehen. Denn die Liebe hat so viele verschiedene Türchen. Und nachdem der Metatron ja der Engel für die Liebe allen Seins ist, werden wir reingucken. Also, und ich habe jemand in der Leitung. Der Huti, hallo. Hallo. Wer spricht da? Tahuti heißt du. Tahuti, ja? Tahuti. Hallo, Haus Tahuti. Hier spricht die Eva. Hallo Eva, ich grüße ja. dich. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe momentan innerliche Zerrissenheit in mir. Mhm. Ich stehe zwischen zwei Männern. Aha. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Der eine Mann, das ist. Kennst du nicht diesen schönen Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Doch, kenne ich schon. Ehrlich? Ich schaue es mir jetzt mal an, ohne dass du mir was erzählst, weil ich möchte bewertungsfrei in diese Beratung mit dir gehen. Eva, das, was ich dir jetzt sage, wird dir nicht schmecken. Ich kann dir aber eines verraten. Ich sage dir, dass du dich letztendlich so entscheiden wirst, dass du erstmal den Weg des Eremiten gehen wirst. Den Weg in den Rückzug, den Weg in das Alleinsein mit dir hinein, ins All-Eins-Sein. Ja? Ja. Du wirst am Schluss weder den einen noch den anderen nehmen. Mhm. Und das ist auch das, was du spürst. Was halt ganz klar ist, dass eine unwahrscheinliche Kraft im Moment in dir entsteht, die dich dann auf den Weg in den Rückzug bringen wird. Und das merkst du auch schon. Das ich schon, ja. Keiner von den beiden versteht dich wirklich. Und das ist auch das, was du eigentlich möchtest. Du möchtest jemanden, der dich versteht.
Jeder ist irgendwo ein Stuhlbein, aber es sind keine zwei Stühle. Ja? Mhm. Und deswegen sage ich dir jetzt schon, dass du dich eher zurückziehen wirst. Du wirst dich mit dem Engel der Gefühle und des Lebensabschnitts verbinden, der dich energetisch ein bisschen begleiten wird. Ja? Das ist die Energie von Gabriel. Und diese Energie wird dir auch die Unterstützung geben, dass du für dich in einen neuen Lebensabschnitt gehst. Aber wenn du mich fragst, wird keiner von den beiden am Schluss übrig bleiben. Und du wirst sagen, ich möchte weder den rechten Fuß noch den linken Fuß behalten. Das ist eine Entwicklungsphase, die du durchläufst. Ich habe mir das schon gedacht. Ich wollte eigentlich selber mal so zu mir finden. Das ist das, was ich dir sage. Also der Metatron ist ja der Engel allen Seins, all ein Sein. Wirklich, wo du dich mal mit dir verbindest und zwar unabhängig von irgendeinem Frosch um dich herum. Mhm. Und das ist genau das, was du hier tun wirst. Also du gehst wirklich ins Alleinsein rein. Mhm. Beide spiegeln dir ja eigentlich das wieder, was du definitiv nicht mehr möchtest. Mhm. Ja? Hast du Jenseitskontakte auch? Du weißt, wir sind hier begrenzt. Mhm, ja. Hattest du deine Gratisberatung schon? Die hatte ich schon. Ja. Schade, sonst hätte ich gesagt, nachher in der Sternstunde. Ja, aber sei mir bitte nicht böse, aus Fairness den anderen gegenüber. Ja. Gut. Denk daran, du wirst definitiv deinen Weg gehen, aber ich glaube, in nächster Zeit erst mal ganz alleine, unabhängig von den beiden Beinen. Ne? Der lachende Dritte irgendwann. Okay. Ich wünsche dir alle Liebe der Welt. Ich wünsche dir das auch, alle Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, meine lieben Zuschauer, so schnell kann es gehen. Ja, was macht denn Dieter Huti alles? Außer hier sitzen mit dem Daniel-Shaker. Mein Luischen zu Hause ein bisschen ärgern. Ja, und ich denke, wir werden heute noch interessante Gespräche führen. Ich werde aber jetzt mal für mich auch in meinem stillen Kämmerlein wieder gucken. Ich habe ja hier so ein Kartendeck dabei. Und dieses Kartendeck ist ja ganz faszinierend. Mit diesem Kartendeck haben wir doch an Weihnachten glatt den König Artus gezogen. Den Mann mit allem Drum und Dran. Den Weisen, den Fürsorglichen, den Krieger, den Starken, den Taffen. Wir gucken mal, ob wir den heute auch wieder ziehen und wer heute den König Artus bekommt. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Hi Tahuti, Sonja hier. Bin ich happy durchzukommen. Vielleicht ziehst du ihn ja für mich. Meinst du? Ja, oder was anderes Gutes. Was möchtest du denn wissen, Sonja? Ich hätte gerne gewusst, ob mein unter Ängsten leidender Herzensmann, ob ich mit dem früher schon verbunden war. Wir spiegeln uns sehr. Wir haben auch nur 4 Tage unterschiedlich Geburtstag. Also was ich dir gleich sagen kann, ohne dass du jetzt hier großartig ausholst, ist, wenn du von mir wissen willst, ob er dein Lebenspartner wird, sage ich, dass noch was anderes kommt. Oh. Dass du ihn aber brauchst im Moment, das ist korrekt, das hast du auch sehr gut erkannt, ja? Mhm. Um deine Ego-Fallen, deine Ängste aufzulösen. Mhm. Ja? So, wir gucken uns das mal an. Tja, aber ich hab's. Kenne ich ihn nicht aus dem früheren Leben? Es geht hier im Moment nicht ums frühere Leben, es geht um das Hier und Jetzt bei dir. So, und das ist hier definitiv Folgendes. Du lässt eigentlich, was du suchst, und du suchst, Sonja, du suchst nach Erklärungen, wieso, weshalb und warum. Damit du dir deinen Wunsch erfüllen kannst, obwohl er dir auf Dauer keine tragende Bindung gibt. Das ist wie eine Hängebrücke zwischen euch beiden. Mhm. Ja? Das ist hier, wenn du dir das anguckst, das brennt wirklich lichterloh. Aber diese Beziehung oder halt die Beziehung zu ihm und diese Verbundenheit, die du empfindest, ist ein reiner Kampf. Ich habe keine Liebe, ich habe nicht, dass irgendwie der Mann fähig ist, überhaupt ins Gefühl reinzugehen, wenn es nicht nur um ihn geht. Mhm. Verstehst du? Ja. Und das ist auch das, was du glaubst, was Angst ist. Der hat keine Angst. Ja? Er ist ein kleiner Eroberer. Und immer dann, wenn es ihm zu eng wird, ja, dann macht er Pflutsch und rennt schneller davon, wie er gucken kann. Es brezelt ihn weg, der heult und
es ist fertig. Er sagt, er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit mir eine Beziehung. Und warum tut er es dann nicht? Tja. Kennst du den Dachs, der sich in Bau zurückzieht, weil es ihm zu heiß wird und zu kribbelnd? Also wenn du mich fragst, ich sage, er ist es nicht. Ich habe weder die Liebe, die Verschmelzung noch sonst irgendwas. Tut mir leid, aber du willst ja die Wahrheit hören. Ja, ja, klar. Und ich sage auch, das ist wie eine Hängebrücke. Guck mal. Du stehst da, zermarterst dir das Hirn und er ist völlig cool und relaxed. Ja? Wir gucken mal, ob wir die Karte richtig schön ins Bild kriegen. Ja, ja, ich sehe es ja? Schon, aber der das ist er und das bist du. Am Telefon und ja, natürlich, er braucht eine Mutti und eine Therapeutin, aber keine Liebende. Dann hat die Michaela Gellisch doch nicht recht. Sie meinte schon, dass das ist, aber das ich bin nicht die, ich sag nicht. Wenn, was sie sieht, mag schon stimmig sein, aber wie gesagt, ist das auch. Ja? Ich sag da nicht viel dazu. Okay, was für mich viel wichtiger wäre, eventuell, was war ich im früheren Leben? Das machen wir aber jetzt nicht. Okay. Dazu sind wir jetzt leider hier am Ende der Beratungszeit. Okay. Weil nur die Sternstunde nutzen. Alles klar, danke. Ja, ich drück dich. Tschüss. So. Jetzt kommt meine ganz gemeine Frage. Was macht ihr in den früheren Leben, wenn ihr im Hier und Jetzt noch in Gefangenschaften lebt? Glaubt ihr, dass ihr die Ketten dann abwerfen könnt, wenn ihr in frühere Leben guckt? Was macht ihr, wenn das frühere Leben gar nichts mit dem jetzigen Leben zu tun hat? Vielleicht ist die Erklärung ganz einfach. Ihr wart irgendwann mal Metzger, habt Schweine geschlachtet und gegessen und jetzt dann wart ihr ein Schwein und jetzt seid ihr wieder als Mensch hier und könnt kein Schweinefleisch essen. Meine lieben Zuschauer, mir geht's heute um die Liebe und wir gucken heute nicht in die Akasha-Chronik. Wenn, dann nur vielleicht, ob der Partner eben auch aus der Vergangenheit kommt. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Keiner in der Leitung? Liebe Regie, hat es nicht gerade geklingelt gehabt? Wer ist denn da? Ich höre niemand. Selavi? Bitte was sagen? Nein? Also. Ich habe euch ja gesagt, ich verrate euch heute noch einen Trick. Guckt euch die Sternstunde an. Steht alles vor mir auf dem Bildschirm? Mein lieber Daniel, der alte Banscher. Der hat das richtig schön eingedippt da drin, gell? Damit es auch klappt, damit ihr das lesen könnt. Ja. So ist das. Also. Und wer dich. Ich habe eine Idee. Wer wissen möchte von mir, jetzt machen wir doch mal ein Spielchen. Wer wissen möchte von mir, wie das funktioniert, ja? Mit der Glaskugel. Und wie man denn herausfinden kann, wie es denn mit dem jetzigen Partner so aussieht und ob da eine ganz starke Verbundenheit da ist, der nutzt die Chance jetzt hier bei mir, damit es alle mitkriegen. So, und dann machen wir noch eine Quizfrage. Eine Minute länger Beratungszeit, anstatt 3 Minuten, 4 Minuten. Wenn ihr mir verratet, wenn ihr mir verratet, mein lieber kleiner Daniel, da warte nur. Wenn ihr mir verratet, was der Freitag mit der Venus zu tun hat. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Ja, hallo, hier ist Anita. Anita, ich grüße dich, das klingt nach Österreich. Nein? Nein? Bayern. Ah, jetzt kommt's klarer durch. Ja. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir sagen, wie es mit mir und meinem Herzenspartner weitergeht? Was willst du denn genau wissen, Liebes? Ja, er zieht sich ein bisschen zurück. Ja, ich schaue es mir mal an. Denk aber daran, bei mir gibt es auch die knallharte Wahrheit, ob ja, sie schmeckt oder nicht. Ja. Ja. Gut. Also ich kann dir nur eines sagen, dass er also nicht wirklich weiß, was er will. Das ist also von der Energie her schon ganz klar erkennbar. Ja. Ja?
Und ich sage auch noch dazu, dass der Mann sich innerlich noch nicht ganz von einer alten Geschichte gelöst hat. Eins, zwei, drei, was willst du haben? Schwierig. Ich nehme die goldene Mitte. Okay, also du tust mir einen Gefallen, mein Schatz. Und gehst bitte aus deiner Warteposition raus. Ja? Dass du da sitzt und hoffst, dass der sich innerhalb der und der Zeit verändert und dann in die Vollen geht mit dir. Also, wenn du mich jetzt fragst, sage ich dir ganz knallhart, dass dieser Mann sich von vergangenen Ereignissen noch nicht gelöst hat. Ja? Ja. Der hat hier noch alte Strukturen und der hängt in einer Thematik, da wo ich also sage, dass, also wenn du jemanden brauchst, du brauchst jemanden, der frei ist innerlich. Weißt du, ja, der stabil mit beiden Beinen im Leben steht und sagt, du bist es, Anita, und keine andere. Und der sich auch wirklich Hand und Fuß entscheidet und nicht in eine künstliche Distanz geht. Ja. Der hat eine alte Gefühlsbindung, nicht abgeschlossen, dieser Mann. Und er vergleicht noch zu sehr und deswegen zieht er sich immer wieder zurück. Das ist ein bisschen so dieser Satz, den kennst du, sicherstellen und weitersuchen. Ja? Du siehst aber nicht, ob es sich wieder rührt, ob es sich wieder meldet. Also wenn du hast mich gefragt, wie ich die Zukunft mit ihm sehe und nicht darum, ob er sich meldet. Willst du es nicht hören? Doch, doch. Okay, ich habe dir gesagt, er ist es nicht. Der hat ein altes Thema nicht abgeschlossen und dieser Mann, der wird immer wieder in die künstliche Distanz gehen. Der ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Nein. Du sitzt mit diesem Menschen ewig als Alleinige da und hoffst in der großen Erfüllung des Wachküssens vom Dornröschen und dem Erfolg. Und trotzdem bist du alleine. Und in seinem Kopf ist noch eine andere Frau. Ja. Okay. Ja? Ja. Okay. Er ist ein netter Kerl, ich kann dich verstehen. Ich weiß auch, dass du unglücklich verliebt bist. Das verstehe ich alles. Ich sehe auch deine Gefühle. Das ist ein Riesenberg. Ja, ja. Riesenberg, ja. Stimmt. Aber was? Das ist ein Mensch, der immer wieder in die künstliche Distanz geht. Und das ändert sich nicht. Ja. Okay. Ich drück dich. Trotz Danke. Allem. Ja? Danke dir. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, wie gesagt, ich sag so, wie ich sehe. Aber was natürlich besser ist, jetzt haben wir hier die 3-Minuten-Beratung. Und die kostenlose Beratung ist halt von Vorteil, weil man dann auch gucken kann, welches Muster steckt denn bei mir dahinter, dass ich mich in so einer hoffnungslosen Kiste verliere. Ja? Also da gibt es so eine alte Grundregel, dass ich immer gesagt habe, was hat es mit mir zu tun, dass ich mich ausgerechnet in jemanden vergucke und so viele Gefühle investiere, der dann unerreichbar ist, eine Illusion ist, eine Vernebelung ist. Ist halt in der kurzen Zeit hier nicht möglich, weil wir wollen ja allen die gleiche Chance geben. Ja, meine lieben Zuschauer, hier sitze ich wieder in eifriger Erwartung, wann mein Telefon klingelt. Ihr wisst ja, alles, was ich leiden kann, ist nur keine Langeweile. Ja, und denkt daran, Sternstunde mit mir. Wir machen dann den Rollentausch, wir zwei. Ich gehe dann nach hinten, sie kommt zu mir. Und dann habt ihr mich ganz für euch alleine. Dann sitze ich in dem kleinen Kästchen da unten. Und dann hört uns auch keiner zu. Das ist doch meine Idee. Das habt ihr bei mir noch nie gesehen. Nur mit einem Unterschied, ich setze keinen Kopfhörer auf. Weil ich habe ja dann ein Problem, wenn ich einen Kopfhörer aufsetze. Ich brauche immer ein freies Ohr, weil ich ja so einen Schlawiner habe, der da immer quasseln tut. Ne? Den kennt ihr auch alle, weil den muss ich ja schließlich hören, wenn der seine Kommentare abgibt. Was natürlich auch interessant ist, ist gerade im stillen Kämmerlein spirituelles Coaching. Oder auch die Wahrheit über die Engel zu erfahren. Aber immer noch meine Quizfrage. In welchem Bezug steht die Venus zum Wochentag Freitag? Und was hat der Freitag für eine Bedeutung? Gerade bei den alten Hexenweibern, die daheim immer so ihren Kessel rühren, ne? Hexenfuß und Spinnenbein, alles in den Topf hinein, das Ganze dreimal durchgerührt und schon ist die Liebe verführt.
Ja, aber was macht man denn zum Beispiel mit einer Glaskugel? Was kann man mit einer Glaskugel, die jetzt nicht so rot ist wie die hier, sondern einer richtigen Glaskugel, leider habe ich keine da, machen, um herauszufinden, ob der Schatz, den man im Kopf hat, auch wirklich zu einem passt? Da gibt es nämlich einen ganz berühmten Trick. Das hat meine Melanie mal gemacht und die Melanie hat auch mal gedacht, sie muss mal in die Glaskugel gucken, ob mein Schatz und ich zusammenpassen. Aber da gibt es einen Trick. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Ja, hallo Tahuti, hier ist Anke. Anke, ich grüße dich. Was kann ich für dich tun? Ja, das Thema Liebe. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob es für Frauen auch noch etwas anderes gibt, wie die Prinzenrolle. Doch schon, aber im Moment ist das das Wichtigere. Ehrlich? Ich habe schon seit längerem einen Mann im Kopf, der mir eigentlich auch vor einiger Zeit zu verstehen gegeben hat, dass er mich mag. Und ich möchte gerne mal wissen, ob du in den Karten sehen kannst, was sich daraus entwickelt. Du weißt, ich bin knallhart und knochenehrlich. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Also das Erste, was ich dir gleich mal sage, ist, wo ist eigentlich dein Vertrauen und dein Glaube an das, was du empfindest, dass es Wirklichkeit werden könnte? Wie möchtest du etwas Stabilität geben, Liebes, wenn du kein Glauben und kein Vertrauen auf deine eigenen Gefühle und deine innere Stimme hast? Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Was ist meine Frage an dich? Also eigentlich habe ich da schon einen Glauben. Ja, an was glaubst du denn? Zum Beispiel an die Liebe. Ist das oder ist das nicht? Was glaubst du? Für mich ist das. Was glaubst du, was ich dir sage? Dass das nicht ist. Doch, er ist es. Er ist es? Ja. Du hast ein ganz großes Problem. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. Du hast ein ganz großes Problem. Und dein Problem ist, dass du ständig dich damit beschäftigst, dass alles, was ihn betrifft, eine große Illusion ist. Ja, das stimmt. Ich habe dich gefragt, wo du deinen Glauben und dein Vertrauen hast. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in der Vergangenheit natürlich immer sehr enttäuscht worden bin. Ja, sei doch froh, dass die alle in der Vergangenheit nicht geblieben sind. Sonst hättest du ja ihn jetzt nicht, oder? Das ist richtig. Ach, guck mal einer an. Aber ich mag es einfach nicht glauben, das ist mein Problem, dass er es wirklich sein soll. Ja. Wenn ich jetzt also, wenn ich so auf meinen Partner zugegangen wäre, wären wir heute noch nicht zusammen. Das Problem ist jetzt nur, dass ich ihn sehr selten sehe. Guck mal, was ich für eine Karte für dich gezogen habe. Im Moment kann ich es nicht sehen. Ich hatte dir gerade in der Kamera. Das ist eigentlich die Karte, jetzt die dir in der Illusion Traurigkeit, Ängste und falsche Ego-Überzeugungen gibt. Geh doch mal ins Vertrauen und lass es einfach mal laufen. Ja. Und dann wird sich das selber regeln? Diese Frau hier, die steht nackt da und übergießt sich mit einem Riesenstrahl Wasser. Das ist die Königin der Sterne. Das ist so nach dem Motto, die Sternschnuppe kennt meinen Wunsch und ich vertraue darauf, dass er in Erfüllung geht. So, und da ist ein Schwan drauf. Und ein Schwan, wenn eine Bindung eingeht, hat er eine Lebensbindung. Ja? Ja. Der hinterfragt nicht, der hat die Bindung. Fertig, aus. Also geh aus dem Hinterfragen raus und geh in dein Vertrauen rein. Unabhängig von deinen Erwartungen und deiner Bewertung. Und dann lass es laufen. Okay? Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Hattest du dein Gratisgespräch schon? Ja, hatte ich schon, leider. Schade. Ich hätte gerne mit dir weitergeguckt, weil da gibt es nämlich noch mehr, was ich dir gerne sagen würde, aber das geht leider nicht in der kurzen Zeit. Ist es das Positive oder Negatives? Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Aber auch was für vier Augen. Ich drücke dich und wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ja, tschüss. Tschüss, mach's gut. Ja, interessantes Pärchen, diese beiden. Stehen sich beide selber im Weg. So, meine lieben Leute, in einer Stunde machen wir Sternstunde. Und ich mache jetzt eine kurze Pause und dann komme ich in meiner letzten Stunde in der Front und nachher tausche ich mit Lilly die Rollen.
Und denkt daran, dann gucken wir richtig rein und ich sage euch auch trotzdem knochenhart und knallhart und gruppenehrlich die Wahrheit. Auch nicht nur im Bereich Liebe, gerade spirituelles Coaching, die Wahrheit über die Engel, vieles, vieles, vieles mehr. Haltet euch dran, ich bin gleich wieder für euch da. Die sich schon haben einklicken lassen für die Sternstunde oder auch nicht, ganz wichtig, wählt nochmal diese Nummer, seid bitte so lieb. Da das ja normal ist, wenn ich im Studio bin mit meiner Energie, ist hier mal wieder alles zusammengecrasht, was man sich nur vorstellen kann an irgendwelchen Energien, wie Scheinwerfern, Leitungen und sonstigem. Also bitte nochmal, diejenigen, die sich die Sternstunde gesichert haben, ruft nochmal an, damit das wirklich zu 100% klappt mit eurer Gratisberatung nachher mit mir im stillen Kämmerlein. Ja, und schon habe ich jemanden in der Leitung. Hier ist Dieter Huti. Guten Abend. Guten Abend, Lisa. Lisa, ich grüße dich, aber das klingt nach Österreich. Ja. Ja, Lisa, was kann ich für dich tun? Was ist meine Berufung? Wozu fühlst du dich denn berufen, Lisa? Das möchte ich von dir wissen. Nein, wozu du dich? Ich bin jemand, ich drück nur auf einen Knopf. Ich kann dir nur helfen, deine Unsicherheiten aufzulösen. Aber ich bin nicht jemand, der dir den Schein dafür in die Hand legt und sagt, du bist das und das. Das ist eine Bewertung, Lisa. Also, wozu fühlst du dich berufen? Und ich sag dir, wie es aussieht und wie du es protegieren kannst. Bist noch da? Ja. Ja? Wozu fühlst du dich berufen? Ein sehr sozialer Mensch. Also ganz wichtig ist erst einmal, dass du für dich einmal einen Weg findest, dass du erst mal erkennst, was du eigentlich möchtest. Das ist ein bisschen bei dir wie ein Fähnchen im Wind. Und ganz wichtig ist auch, dass du dich mal mit deinen inneren Energien verbindest. Ja? Geh mal in deine Chakren rein und guck mal, dass das alles wieder fließt. Ja? Weil es ist für dich auch eine ganz wichtige Situation, dass du in deine eigene Kraft gehst. Das ist auch das, was ich dir sag. Ich bin nicht jemand, wo dir sagt, das und das ist dein Weg. Damit nehme ich ja Einfluss und treffe eine Entscheidung. Ja? Ich helfe dir ja nur, das zu aktivieren, was in dir steckt. Verstehst du? Und darum geht es. Du musst in deine Energie, in deine Kraft rein. Guck mal. Ja? Die Karte ist die Kraft. Und die sagt ganz klar, ja, wirklich auch ins Vertrauen mit dir gehen. Weißt du, wie schnell ein Panther rennen kann, gerade ein Schwarzer? Ja, und wenn du da drin bist, in dieser Kraft und in dieser Energie, erkennst du auch, was du tun möchtest. Ja? Um da reinzukommen? Das ist das, was ich dir sage. Ja? Also wenn du das gerne möchtest, würde ich dir wirklich empfehlen, lass dir mal helfen in Bezug auch, ja, von jemand, der sich ausführlich mit der Situation auseinandersetzt. Hattest du die Gratisberatung schon? Ja, ja. Schade, sonst hätte ich gesagt, wir machen nachher Sternstunde. Ich hätte so gern mal mit jemand Sternstunde, der hier durchgestellt wird und anschließend bei mir im stillen Kämmerchen landet. Also wie gesagt, ich würde dir wirklich den Vorschlag machen, dass du das nutzt, weil du brauchst jemanden, der dir hilft, deine Energien zu aktivieren. Ja? Und dann wirst du auch erkennen, wozu du dich berufen fühlst. Aber kein Mensch kann die Entscheidung oder das für dich abnehmen oder sagen, das und das wäre dein Weg. Verstehst du? Verstehe. Ja? Das ist ja Beeinflussung. Würdest du auch nicht wollen. Okay? Such dir jemand, der dir hilft, dich zu aktivieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Danke dir. Ich drück dich. Tschüssi, ciao. Baba. Ja, meine lieben Zuschauer, meine Österreicher, ich sag's immer wieder, die lassen mich nicht im Stich. Nein, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich schon sehr verbandelt mit den Österreichern. Letzte Woche war ich nur ein paar Tage im Burgenland, bei meiner Burgenländer Freundin, bei der Sandra und beim Ramses. Ja, und schön war's. Doch, muss ich sagen, wirklich ist gewesen.
Denk daran, Sternstunde nicht vergessen. Gerade immer, ich mag das immer nicht, wenn ich es immer so abhaken muss. Das ist so blöd. Ich würde mich viel lieber hinsetzen, so wie die Lilly. Ja? Aber ihr würdet es ja gar nicht wissen, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde und euch auf die Sternstunde hinweisen würde. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Hallo. Hallo, hier ist die Gabi. Gabi, ich grüße dich. Was kann ich für dich tun? Na, das typische Thema, die Liebe. Was möchtest du denn wissen, Gabi? Tja, ich glaube, ich bin verheiratet, unglücklich verheiratet. Ich glaube, ich liebe den falschen Mann. Wieso trennst du dich dann nicht, Gabi? Ja, ich bin auf den großen Schritt dazu. Bitte? Ich bin auf dem Weg dazu. Aha. Du kennst ja das immer. Reinige zuerst das alte Haus, bevor du ein neues beziehen möchtest. Ja. Ne? Du musst aufpassen, mein Schatz, dass du nicht der Versuchung anhand gehst. Kennst du die Versuchung? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Umführe mich aus der Versuchung, anstatt in die Versuchung. Kennst du den Spruch? Ja. Also wenn es hier wirklich darum geht, dass du glaubst, es ist schicksalsmäßig, muss ich sagen, dass du also erstmal zu dir selber finden musst. Definitiv. Mhm. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass du den falschen Mann liebst. Ich sage mal, wo ist die Liebe im Moment bei dir überhaupt mit dir selber hin? Ja, das du rennst vor dir selber davon. Und jetzt wirst du aufgefordert, für dich erstmal nicht davon zu laufen, sondern dich mit dir selber zu konfrontieren und deine Schattenseiten zu erkennen, weil da brüllt etwas in dir, was raus will. Ja. Verstehst du? Ja. Und das ist jetzt unabhängig von dem rechten oder dem linken Stuhl. Hier geht es definitiv darum, dass du erkennst, für dich einfach auch mal, wie sieht's denn mit der Liebe zu mir selber aus? Weil das ist wie im Moment wie ein Rädchen. Du drehst dich und drehst dich und drehst dich und selber bist du mittlerweile schon so in dieser Zwickmühle, dass du nicht mehr wirklich weißt, wie du rauskommen sollst. Richtig. Blöde Situation. Mhm. Schitte, würde ich mal sagen. Richtig. Also in so einem Fall würde ich mal empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, nimm mal Abstand zu all diesen ganzen Prinzen aus der Rolle. Mhm. Ja? Ja. Einfach nur mal für dich. Mhm. Kein Telefongespräch, kein Essen gehen, kein gar nichts, sondern nur mal Gabi sein. Ja. Ja? Mhm. Und dann wirst du für dich auch in eine Erkenntnis reinkommen, wo du richtige Bauklötze staunen wirst. Dann kannst du nämlich diesen blöden Luzifer hier hinter dir lassen. Ja? Der dich hier versucht, in, weißt du, Versuchung, Führung, ja? Mhm. Drum begehre nicht und bla 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 und du sollst nicht und überhaupt denk daran. Ja. Ja? Also geh aus der Versuchung raus und komm in die Klarheit. Dann wirst du erst mal merken, dass dir ein Riesenstein vom Herzen fällt. Mhm. Ja? Ja. Und das ist aber kein leichter Weg, weil ich habe hier den Streitwagen. Da werden einige Fetzen fliegen. Mhm. Ja? Ja, das vermute ich auch. Darum fällt mir das alles auch sehr schwer. Also Gabi, ich kann dir nur eines sagen. Es ist die Frage, ja, du weißt, jeder von uns lernt. Ja. Ja? Und du kennst diesen Satz mit dem Ende und dem Schrecken. Ja. Mhm. Derjenige, der verlassen wird, leidet immer. Richtig. Ja? Mhm. Nur leidest du auch, weil du nicht verlässt. Ja. Also wie willst du aus der Zwickmühle raus? Guck dir mal die Karte hier an. Ja? Du suchst die Zaubermühle und suchst die Lösung drin. Und da drehst am Rad, am Schicksalsrad, am Schicksalsrad. Mhm. Ja, das ist wie ein Mühlstein, der dich auf die Seele drückt. Ja, das merke ich ja mittlerweile, dass ich immer irgendwo auf der Stelle stehe. Mhm. Hast du Zeit oder hast du gerade das Gespräch schon gehabt? Nein, hatte ich noch nicht. Mensch, nutz die Sternstunde. Bei mir. Mhm. Gleich. Und wir reden drüber. Und ich erkläre dir, wie du rauskommst. Mhm. Wann fängt die Sternstunde an? Sternstunde ist von 22 bis 23 Uhr. Sofort die Nummer über dem Kästchen von der Lilly anrufen. Mhm. Und lass dich mit mir verbinden. Alles klar. Ich drück dich. Danke. Tschüss. Tschüss, Audi. Huch, ja. Immer diese Zwickmühlen. Mensch. Wieso tun wir uns das eigentlich an? Wisst ihr das? Wieso haben wir immer das Gefühl, dass wir zwischen zwei Stühlen stehen?
Aber manchmal ist es auch ganz klar, dass eben auch das Thema mit der Mitte, weil ich das jetzt gerade so aufgeschnappt habe, sehr schwer ist. Seid ihr in eurer Mitte? Wenn ihr das seid, seid ihr jenseits der Dualität. Was ist denn die Dualität? Da gibt es ja so diesen schönen Spruch, ich bin auf der Suche nach meiner Dualseele. Das ist eine blöde, verzwickte Falle im Bereich Liebe. Warum denn ist ja das? Ja, warum ist dieser Satz, ich bin auf der Suche nach meiner Dualseele, eine blöde, verzwickte Situation? Ist die Dualseele die Verschmelzung, die kosmische Verbundenheit oder was anderes? So, jetzt reden wir heute den ganzen Abend nur über die Liebe. Ist es eigentlich nichts? Ist es eigentlich alles, was euch die ganze Zeit beschäftigt? Habt ihr nur das Thema, auch weil heute Valentinstag ist, Liebe im Kopf? Schade. Habt ihr keine anderen Fragen, die euch so auf der Zunge oder auf dem Herzen liegen? Tja, meine Frage an euch, was wollt ihr wissen? Und denkt daran, Gesetz der Resonanz, Ursache, Wirkung. Ja? Was ist die Dualität? Wieso klappt es in der Liebe nicht, wenn man in der Dualität steht? Die Frage ist ja immer, wo ist mein Dualseelenpartner? Also ich möchte keinen Dualseelenpartner. Ihr? Wisst ihr auch, warum ich den nicht will? Also, es hat geklingelt. Tahuti hier, guten Abend. Wen habe ich in der Leitung? Hallo? Schon wieder? Hallo, wer ist denn da in der Leitung? Warum sagst du denn nichts? Hallo? Okay, ich zähle auf drei. Bitte, wenn ich auf drei ankomme, was sagen oder wir nehmen den nächsten Anrufer. Hallo? Eins, zwei, drei. Da hat sich jemand nicht getraut. Tahuti, guten Abend. Wen haben wir in der Leitung? Hallo? Liebe Regie, was ist los? Ich höre meine Kunden nicht, meine Klienten nicht, meine Anrufer nicht. Was ist passiert? Hallo, ist da jemand? Hallo? Meine Lieben, Tahutis Energiefeld ist mal wieder Extremity. Tahuti, wen habe ich in der Leitung? Ja, hier ist Katja, hallo. Katja, ich grüße dich. Alle guten Dinge sind drei. Die anderen haben aufgelegt vor lauter Schreck, dass sie meine Mumienstimme gehört haben. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte mal hören, ob das so in der Liebe ja alles bleibt, wie es ist und ob mein Partner der Richtige ist. Du willst von mir? Nein, Katja, keine Garantiescheine. Wir sind doch hier nicht im Toaster-Supermarkt. Katja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Was hat es mit, wieso bist du dir so unsicher? Wieso suchst du nach dem Garantieschein? Hast du dich mal gefragt? Ja, weil ich einfach wahrscheinlich so unsicher bin. Das ist richtig. In was bist du unsicher? Im Vertrauen. Aha, wie will eine Partnerschaft funktionieren? Weißt du, von was das Wort Vertrauen kommt? Ja, es fällt mir manchmal schwer. Trau dich. Das kann ja nicht funktionieren. Jetzt stell dir vor, du vertraust ihm nicht und möchtest von mir den Garantieschein. Dann hast du den für 24 Monate. Und was machst du, wenn die Garantie abgelaufen ist? Ja, hast recht. Habe ich recht? Ja. Wo ist denn die Garantie? Eine Garantie gibt es nie. Ah, also, was ist das Wichtigste? Ja, dass man vertraut und dass man positiv denkt. Du weißt ja, jede Angst ist eine Ego-Überzeugung. Ein Ego, dass das Bedürfnis, was man hat, nicht befriedigt wird. Was hat das mit Liebe zu tun? Jetzt stell dir mal vor, du sagst,
Wenn du, stell dir mal vor, er kommt eines Tages auf dich zu und sagt, ich weiß, dass du mich liebst. Was sagst du dann? Das ist richtig? Und dann stellt dir jemand die Frage, ja, wieso vertraust du mir dann nicht? Blöd, gell? Was mache ich mit dir? Tja. Großes Problem. Ich würde dir wirklich empfehlen, geh doch einfach mal her, ja? Ja. Und vertraue. Ja. Okay, ich versuch's. Egal, wer es ist. Und wenn er kann heißen, wie er will, ob er Oskar, Friedrich oder Karl Gustav heißt, wenn du kein Vertrauen hast, funktioniert keine Partnerschaft. Ich drück dich und wünsche dir viel Erfolg und lass die Schmetterlinge fliegen. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, meine lieben Zuschauer, das Thema Vertrauen ist so eine Sache. Das ungute Gefühl ist natürlich oft auch eine Bestätigung dessen, dass man im Grunde genommen schon weiß, er ist es ja eigentlich gar nicht. Aber was hat es mit uns zu tun? Ja, das ist meine Frage. Wieso sagt ihr alle, ich bin auf der Suche nach meiner Dualseele? Jetzt fällt es nur noch, dass mich der nächste Anrufer fragt, habe ich denn meine Dualseele schon gefunden? Was glaubt ihr wohl, was das dann für eine Antwort gibt? Ja, klingelingeling, da ist jemand dran. Wen habe ich denn in der Leitung? Hallo. Ja, guten Abend, hier spricht Ingrid. Hallo Ingrid, ich grüße dich. Was kann ich für dich tun? Ja, nachdem heute ja Valentinstag ist, wollte ich mal wissen, warum ich immer so ein unglückliches Händchen in der Liebe habe. Aha, das ist doch mal das Gesetz der Resonanz. Tutti, was ist da los? Wieso lange ich immer in den blöden schwarzen Topf anstatt ins goldene Töpflein, ne? Genau. Okay. Glaubensgrundsatz ist immer das Thema, worum es geht, warum wir diesen roten Faden ständig durch unser Leben ziehen, Liebes. Ja? Mhm. Und in dem Zusammenhang werden wir jetzt einfach mal nachschauen, wo das bei dir herkommt und werden in die Ursache reingehen, damit vielleicht doch noch mal der Sechser im Lotto passt, oder? 1, 2, 3, was nehmen wir? 3. Okay, das ist die totale Veränderung. Das heißt, also wirklich auch mal nicht mehr nach hinten schauen. Ja? Mhm. Sondern wirklich die Vergangenheit komplett abschließen. Altes, Alte muss sterben. Hört sich krass an. Das fällt mir schwer. Genau. Mhm. So, das Problem ist, dass du eigentlich einen absoluten Erfolg hättest. Und das ist so ein typisches Steinbock-Prinzip, was dich bremst. Ich habe ja die Steinböcke unwahrscheinlich gern, weil sie sehr geradlinige Menschen sind, vor allen Dingen, wenn sie sich zu etwas entscheiden. Aber bis die sich entscheiden, das dauert. Aber wenn sie sich entschieden haben, ist es eine Zusage für immer und ewig. Ja? Ja, ich bin aber vom Sternzeichen kein Steinbock. Ja, ich will dir gerade was erklären. Ach, Verzeihung. Ja? So, das hat nichts mit dem Sternzeichen zu tun, sondern es geht um das Steinbock-Prinzip. Schau mal, du hast hier die Königin der Scheiben und da ist der Steinbock drauf. Die Königin der Scheiben, die sitzt mitten im Wüstensturm, kommt mit dem Chaos nicht klar, hat aber eigentlich unter sich den fruchtbaren Boden der Oase sitzen und kann die Entscheidung nicht treffen, damit sie endlich mal in die Stabilität kommt. Mhm. Und ich habe dir gesagt, du leidest. Ja. Du leidest richtig. Ja. Und du bemitleidest dich auch selber. Es tut mir leid, wenn ich es dir sage. Und du versuchst ständig gegen Windmühlen zu kämpfen. Und hier in der Zukunft würde einer liegen, der zu dir passt. Aber da du dem den Rücken zuwendest, aus Angst, wenn du dich umdrehst, hängst du lieber im Kampf und in der Bemitleidung, statt dass du, und im Wüstensturm, statt dass du den fruchtbaren Boden annimmst, das Steinbock-Prinzip der Entscheidung nimmst und sagst, das Alte ist abgeschlossen, ja, auf zu neuen Ufern. Und das ist genau der Punkt, warum du ständig in die Scheiße langst. Ja? Ja. Da guck mal, du drehst dem Kerl hier den Rücken zu, mein Schatz. Was mache ich mit dir? Weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, dreh dich doch einfach mal um. Wusch. Ja, du kämpfst immer noch gegen Windmühlen aus der Vergangenheit. Du bist doch nicht Don Quixote, oder? Ja, ich fühle mich so, Ah, guck mal an. Ja. Also, tu was. Raus aus diesem Mist. Okay. Damit die richtige Liebe kommen kann.
Ja, das wäre schön, ja. Und zwar ohne, dass du darauf wartest, sondern indem du einfach mal dich selber lebst. Okay? Okay. Ich drücke dich ganz fest und ich wünsche dir den großen Erfolg für die Steinbock-Entscheidung. Ich danke dir. Und Steinbock ist übrigens Saturn und denk daran, der ist rückläufig. Und das ist auch das, was du tust. Du läufst zurück, tu es nicht, dreh dich um und geh den anderen Weg. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir viel Erfolg. Okay, tschüss. Ja, das ist es. Der Steinbock ist der Saturn und er prüft und prüft und prüft. Da gibt es doch diesen schönen Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht was Besseres findet. Guckt mal, wie die zwei hier streiten, ja, die Knutschkugeln, während die zwei hier völlig verklärt in die Winde gucken. Ja, ja. Während die Herzlein durch die Lüfte fliegen. So, jetzt verrate ich euch einen Trick. Und da werden wir uns dann nachher genauer in der Sternstunde unterhalten. Ihr Mädels zu Hause, habt ihr denn ein Foto von demjenigen, der euch so im Herzen rumschwirrt? Dann habt ihr vielleicht auch eine Glaskugel oder ein Glas, das nicht so leer ist wie meins. Nein, es muss leer sein. Meins sollte nicht leer sein. Das Fünf-Sterne-Hotel Daniel hat ein wenig nachgelassen. Und dann nehmt ihr mal dieses Foto und nehmt ein Foto von euch. Und dann knickt ihr ein Porträtfoto von dem Herzensmann, den ihr im Herzen habt, und von euch. Macht mal so eine Gesichtshälfte. Dazu benutzt ihr dann die Glaskugel und legt die Glaskugel auf die Gesichtshälfte. Natürlich aufs Foto, nicht auf die Stirn hier. Und dann schaut ihr mal in die Glaskugel rein und dann guckt ihr mal nach, ob das möglich sein kann, dass aus einem Gesicht, aus zwei Gesichtern ein Gesicht wird, obwohl hier vielleicht ein Mann liegt und hier eine Frau liegt oder hier zwei Frauen liegen oder zwei Männer liegen. Also hier liegt der Fritz und hier der Hugo oder hier die Amalie und hier der Maximilian oder hier der Peter und hier der Paul. Ach, ich liebe diesen Daniel, der ist einfach so schnucklig. Wenn der ein bisschen geschminkt wäre, könnte ich ihn euch glatt zeigen, Mädels. Haltet euch heran. Also, danke für die 5-Sterne-Bewirtung. So, und so könnt ihr mal nachgucken. Also, habt ihr eine Glaskugel zu Hause? Schnell. Rennt ganz schnell, schnappt die Fotos, macht es, wie ich es euch gesagt habe. Na? Gesichtshälfte auf Gesichtshälfte. Meine Melanie hat das gemacht. Als sie mich gesehen hat mit meinem Schatz, hat die das gemacht. Und die hat geguckt, ob wir zusammenpassen. Und sie ist erschrocken. Und meine liebe, süße Sabine zu Hause hat das auch schon geübt. Die hat das von mir gelernt, wie man das macht. Mit der Glaskugel gucken, ob es eine Symbiose ist. Was ist denn eine Symbiose in einer Beziehung? Was macht ihr jetzt, wenn die Gesichtshälften nicht zusammenpassen? Dann sage ich einfach nur, husch, husch, Beine unter den Arm und ganz schnell davonlaufen, weil dann ist viel Leid erspart geblieben. Wen habe ich denn in der Leitung? Hallo? Sabine hier, hi Tauti. Gerade habe ich von einer Sabine gesprochen und schon habe ich eine Sabine in der Leitung. Ich grüße dich. Was kann ich für dich tun? Könntest du schauen, ob mein Freund und ich zusammenziehen und ob er für die nächsten Jahre mein Lebenspartner ist? Nein, das werde ich nicht schauen. Also nicht. Oder aber ich könnte? Werde nachschauen, Sabine. Ja? Ja? Warum du solche Zweifel hast und wieso du den Garantieschein möchtest. Hm. Tja. Ja. So bin ich. Ja. Ja. Ja? Ja. Ich habe hier einen nagelneuen Computer stehen. Der hat 24 Monate Garantie. Okay, du hast recht. Ja? 1, 2, 3, was willst du haben? Die 3. Okay. Also die Veränderung steht an. Aber du kriegst eine Aufgabe von mir. Du bedankst dich jetzt, bevor du umziehst und bevor er gemeinsam in eine Wohnung zieht, bei all deinen Ex-Verflossenen, ja, dass sie weg sind. Ja, dass ja? ich durch sie lernen durfte. Nein, du hast nicht durch sie gelernt. Nein. Nee, die haben dich dahin gebracht, ja, dass du genau dadurch, dass sie alle weg sind, den bekommen hast, den du jetzt hast.
Ich bin gemein, gell? Meine lieben Schutzengel um mich rum, ich danke euch recht herzlich, dass ihr die ganzen anderen alle aufgehalten habt, damit ich den gekriegt habe, den ich jetzt habe. Mhm. Bitte? Bin ich denn eventuell länger mit ihm zusammen? Ich wünsche es mir sehr. Ja, wie willst du denn mit ihm länger zusammen sein, wenn du schon mit einer riesen Erwartungstüte in das Ganze einsteigst und schon wieder in der Vergangenheit hängst? Aha, da ist die Krux also. Also einfach laufen lassen und das jetzt leben. Jetzt hast du schon wieder nach dem Garantieschein gefragt gehabt. Ich habe da gerade gesagt, mein neuer Computer hat noch 24 Monate Garantie. Ich muss noch so viel lernen. Weißt du, was früher der Fall war? Da sind die Frauen mit den Männern zusammengekommen und dann war irgendwo ein Krieg und dann sind die Männer als Helden in den Krieg gezogen. Jede Frau möchte gern einen König Artus, einen Gladiator oder einen Achilles oder irgendeinen was weiß ich was Helden. Was machen denn die Frauen, die solche Männer kriegen? Gute Frage. Bitte? Gute Frage. Jetzt stell dir mal vor, morgen klingelt es an der Tür und irgendeiner sagt zu dir, ja, sie haben aber einen netten Prinzen zu Hause, der ist ja noch so knackig und so gut, den bräuchten wir mal für ein halbes Jahr. Wir wissen nicht, ob er nach einem halben Jahr zurückkommt. Was machst du dann? Ja gut, vielleicht wollte ich auch fragen, ist das der Mann, mit dem ich vielleicht alt werden könnte? Aha, aber nur wenn du es zulässt. Wenn ich es zulasse. Hast verstanden, was ich dir sagen möchte. Und wenn er es zulässt, klar. Ich danke dir. Also du tust mir nicht leid, weil du eigentlich so viel Angst hast, dass du die ganze Beziehung blockierst. Trau dich. Alles klar. Ich drück dich. Ja, tschüss. Ciao. Ja, ich bin halt so, es kann nichts dafür, das ist so meine Natur. Ja? Aber das ist doch eine gute Frage. Stellt euch mal vor, die Tutti gibt euch den Garantieschein, das ist der Lebenspartner. Wie lang soll er denn der Lebenspartner sein? Nach diesem Spruch, der in der Kirche gesprochen wird, bis dass der Tod euch scheidet, ja, der kann morgen sein. Meine lieben Leute, denkt daran, Sternstunde in 15 Minuten und ich bin knallhart und knochenehrlich mit meinen Auskünften. Es gibt keine Garantiescheine in keiner Beziehung, in keiner Partnerschaft. Sie hat immer etwas mit uns zu tun. Aber ihr könnt doch selber gucken. Ich habe euch doch einen Trick verraten. Ja. Eine Beziehung könnt ihr erst dann in voller Harmonie leben, wenn ihr alleine auch leben könnt. Unabhängig, frei wie ein Vogel. Alles, dann sieht es so aus. Und ansonsten sieht es so aus wie die zwei hier. Wo der eine Vogel zum anderen sagt, aber du. Genau. So, was ist los? Noch ein Viertelstündchen und dann geht's los mit der Sternstunde. Tralali, tralala. Also nochmal, ich hab's euch erklärt. Meine Melanie und meine Sabine, die haben den Trick mit der Glaskugel raus. Ich bin ja mal neugierig. Wenn ich nach Hause komme, ob ich viele E-Mails habe von hübschen, lieben Mädels zu Hause, die heute in der Valentinsnacht den Glaskugeltest gemacht haben. Ja, das ist die Probe aufs Exempel. Denkt an die Gesichter. Ganz bekanntes Paar, wenn ihr die zusammenlegt, Prinz Charles und Camilla Parker Bowles, habt ihr ein und dasselbe Gesicht, wenn ihr die Gesichtshälften zusammenlegt. Ja. Und vergesst die Sternstunde nicht bei mir. Jetzt habt ihr noch die Chance. Ja? Da steht alles hier im Laufband drin, wie das Ganze funktioniert. Die Lilly erklärt es euch noch kurz. Hups, was habe ich denn da gerade gesehen? Mädels, wir sind hier bei den Chippendales. Ja, hier ist die Tahuti. Die hat schon wieder Schabernack im Kopf. Ich habe nämlich zu Hause eine Freundin sitzen, die immer so gerne Frösche küsst. Und nachdem ich mein Daniel ständig im Ohr ein bisschen so ärgert, habe ich ihm mal ein hübsches Bild von einer hübschen jungen Frau gezeigt, hier auf meinem Laptop. Habe ihm gesagt, das ist eine Fröscheküsserin. Die weiß jetzt auch ganz genau, wen ich meine. Ja, und es ist auch eine sehr spirituelle Frau, eine ganz, ganz weise spirituelle Dame.
Und ich kann es euch sagen, ja, das ist auch eine, die lange Frösche geküsst hat. Und irgendwann hat sie gesagt, ich habe die Schnauze voll vom Fröscheküssen. Jetzt habe ich so viele Frösche geküsst und alle waren sie nur Prinzen und kein einziger König war dabei. Und wir gucken aber dann in der Sternstunde. Lurdi, er hat dich gesehen, hat er gesagt. Du bist ein Nette, hat er gesagt. Ja, gut. Das weiß ich, dass er nett ist. Es ist ja auch meine Lurdi. Also, ich habe die ja extra hier hochgefahren für dich, Daniel. Nachdem hier schon der Kameramann für mich hier Chippendale Striptease gemacht hat und das zum Valentinstag.